Verdammt, was ist jetzt schon wieder? Ich habe komische Temperaturanzeigen. Ich glaube, der Animus läuft heiß. Jesus, immer ist irgendwas. Wie lange? Weiß ich noch nicht. Diese Verzögerungen sind inakzeptabel, Mister. Ich will jede Stunde einen Bericht. Es wird ein Weilchen dauern, Desmond. Warum legen Sie sich nicht hin oder so? Ruhen sich aus. Und damit herzlich willkommen zurück. Dann machen wir das doch. Was zum? Jemand war hier drin. Jo. Sieht aus wie ein Zugangscode. Wofür könnte ich den Zugangscode gebrauchen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin gerade sehr ruhig. Also, wofür könnte ich das jetzt gebrauchen? Ich weiß, was Desmond will. Desmond hat sich gerade einen Kugelschreiber eingesteckt. Alter, ihr hatte eine Klinge. Kommt aufs Ähnliche raus. Also damit. Man kann ohne Scheiß wirklich mit einem Kugelschreiber einen Menschen umbringen. Also. Ich bin mal gespannt, was er damit noch macht. Er hat auf jeden Fall jetzt einen spitzen Gegenstand, mit dem er sich wehren kann. Aber wenn Desmond das ganz clever anstellt, kann er sich hier auch eine Glasscherbe nehmen. Aber das ist halt nicht so filigran. Wie er, der sich jetzt gerade an die Bewegung eines Assassinen gewöhnt. Aber gut. Wieder mal komische Zeichen. Raus aus dem Bett. Es wird ein schöner Tag. Sie sind aber heute gut gelaunt. Miss Dillman hat einige Modifikationen am Animus vorgenommen. Sie sollten jetzt noch länger drinbleiben können. Um Ihnen bei der Schatzsuche zu helfen? Das ist eine ernste Angelegenheit, Mr. Miles. Ich glaube, Sie wissen die Arbeit, die Abstergo leistet, nicht zu würdigen. Vielleicht, weil ich überhaupt nicht weiß, was ihr Leute tut. Wir ändern die Welt. Jeden Tag. Auf 100 verschiedene Arten. Wussten Sie, dass beinahe jeder Durchbruch des letzten Jahrtausends, sei er medizinisch, mechanisch oder philosophisch, von Abstergo oder seinen Vorgängern kam? Das ist eine kühne Behauptung, Doc. Meinen Sie nicht, Sie übertreiben da ein bisschen? Nicht im geringsten. Oh, natürlich ernten wir nicht die Lorbeeren. Das würde viel zu viel Aufsehen erregen. Wir suchen uns unsere Günstlinge sorgfältig aus. Warum? Ist das nicht offensichtlich? Es bedeutet, dass wir die Kontrolle haben. Aber wie? Was macht Sie so besonders, so clever, dass Sie all diese Dinge erfinden konnten und wir Normalsterblichen wie die Idioten herumstolpern? Um fair zu sein, wir erfinden sie nicht. Wir finden sie. Finden? Es sind Geschenke, Mr. Miles, von denen, die vor uns waren. Wir sprechen später weiter. Die Zeit drängt. Okay. Morgen, Desmond. Ja, hi. Komm, legen wir uns mal wieder aufs Bügelbrett. Da-da-da-da-da-da. Atari ST. Hä, ich bin immer noch in Teil 4. Sauerei. Zeit, das Programm zu starten. Ja. Werden die kürzer? Die werden kürzer. Oh, es sieht doch aus, als wären wir schon recht weit. Also, der Abschnitt war recht kurz. Der war schon recht lang. Der war jetzt auch schon ziemlich lang. Ja, ganz kurz. Ja, hier, Jerusalem und Akkon. Hier, das wären 3 Abschnitte. Das wird also extrem lang. Dann kommen wieder 2 und dann wieder 1. Okay. Ab geht er, der Peter. Greifen Sie nach einem Vorsprung, wenn Sie beim Klettern abstürzen. Nö. Guck mal, so geht er in den Eiermodus. Bam!
rein, alter ihr. Ihr schlagt euch gut. 3 von 9 sind tot. Und dafür gebührt euch mein Dank. Aber ruht euch nicht auf euren Lorbeeren aus. Es hat gerade erst begonnen. Ich stehe zu euren Diensten, Meister. König Richard, ermutigt durch seinen Sieg bei Akkon, bereitet einen Zug gen Süden auf Jerusalem vor. Salah al-Din ist sich dessen bewusst und sammelt die Seinen vor der zerstörten Zitadelle von Arsur. Wollt ihr denn, dass ich beide töte? Ihren Krieg beende, bevor er richtig beginnt? Nein. Das würde ihre Armeen zerstreuen und das Land dem Blutdurst tausender zielloser Recken preisgeben. Sie werden erst in vielen Tagen aufeinandertreffen. Und derweil sie marschieren, kämpfen sie nicht. Ihr müsst euch um eine dringlichere Bedrohung kümmern. Die Männer, die so tun, als würden sie in ihrer Abwesenheit herrschen. Liefert mir Namen und ich liefere euch Blut. Das werde ich. Abul Nukut, der reichste Mann in Damaskus. Majid ad-Din, Regent von Jerusalem. Wilhelm von Montferrat, Lehnsherr von Akkon. Was sind ihre Vergehen? Gier, Arroganz, das Abschlachten Unschuldiger. Mischt euch unter das Volk dieser Städte. Dann erfahrt ihr von ihren Sünden. Habt keinen Zweifel, dass diese Männer dem Frieden, den wir suchen, im Wege stehen. Dann sollen sie sterben. Ihr habt euch ein weiteres Ausrüstungsstück verdient. Nehmt es. Macht es euch zunutze. Kehrt nach jedem Anschlag zu mir zurück, auf dass wir ihre Absichten erkennen mögen. Und, alter ihr, seid wachsam. Eure Taten haben wohl die Aufmerksamkeit der Stadtwachen erhöht. Sie werden jetzt misstrauischer sein als zuvor. Ganz kurz, Wilhelm von Montferrat kenne ich. Geschichtlich. Den hat es tatsächlich gegeben. Wie heißt es? Das Buch zu Königreich der Himmel gelesen hat, der weiß, wer das ist. Kann ich ja nicht nochmal mit dem interagieren und sagen, ey Opa! Nee, anscheinend nicht. Schade. Bam. Bam. Tja. Wer ist er eigentlich? Er ist jedes Mal irgendwie... Er hat auch so eine besondere Robe, der ist irgendwie so besonders. Aber same procedure as every year. Ich werde einen Schnitt machen, wir sehen uns wieder in den Städten des Vertrauens. Bis gleich. Wurden sie entdeckt, stoßen sie die Leute aus dem Weg, um ihre Geschwindigkeit zu behalten. Und nutzen sie ihre Sprintfähigkeit, wenn der Weg frei ist. So. Jetzt gab es einen Schnellreisepunkt. Deswegen sind wir in Damaskus. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen. Ey, der Typ, irgendwann kriegt er die Quittung. Hallo. Altair, mein Freund, willkommen. Welches Leben sollt ihr heute nehmen? Sein Name ist Abul Nukut. Was könnt ihr über ihn berichten? Oh, der Händlerkönig von Damaskus, der reichste Mann der Stadt. Wie aufregend, wie gefährlich. Ich beneide euch, Altair. Nun, nicht um den Teil, wo man euch eures Ranges enthob, aber um alles andere. Oh, und außer den Sachen, die die anderen über euch sagen. Ja, außer dem Fehlschlag und dem Hass. Ja, lässt man dies außer Acht, beneide ich euch sehr. Ich schere mich nicht darum, was andere denken oder sagen. Ich habe einen Auftrag zu erfüllen. Also, was könnt ihr mir über den Händlerkönig berichten? Nur, dass er sehr böse sein muss, wenn Al-Mualem euch schickt, ihn zu besuchen. Er bleibt unter den Seinen, im nobelsten Viertel der Stadt. Ein umtriebiger Mann, stets beschäftigt. Wenn ihr eine Weile unter seinesgleichen verbringt, erfahrt ihr sicher alles, was ihr über ihn wissen müsst. Und wo sollte ich mit der Suche beginnen? An eurer Stelle würde ich mit der Umayyaden-Moschee und dem Souk Sarusha beginnen. Beide befinden sich westlich von ihr. Weiter im Nordwesten liegt Salah al-Dins Zitadelle. Sie ist ein beliebter Treffpunkt und hat sich schon oft als Quelle loser Zungen erwiesen. Ja, diese drei Orte sollten euch helfen. Danke für euren Rat, Rafik. Ich kehre zurück, sobald ich die benötigten Informationen gesammelt habe. So, und jetzt werde ich erstmal das erste Mal diesem armen Wesen helfen, was da jedes Mal irgendwie... Oh, Mann. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stellen. Das wird euch das Leben verbrennen. Piss dich.
Dass hier so eine arme Frau die ganze Zeit belästigen muss, ey. Gut, dass ihr gerade vorbei seid. Noch eine Minute und sie hätten mich... Noch eine Minute, was? Drei Stunden oder sowas? An dieser Stelle, ja. Ich helfe euch, keine Sorge. So, dann machen wir uns mal auf. Ich töte sie alle, kein Ding. Die sind echt nützlich. Die sind richtig nützlich, Ella. Das ist geil. Hab ich hier? Nee. Okay. Karte. Wir holen uns einfach mal einen neuen Aussichtspunkt. Und dann schauen wir mal weiter. Das ist das sicher, ganz ehrlich, wenn ihr, falls ihr mal auf die Idee kommen solltet, um also die Reihe durchzuspielen, Assassin's Creed oder so, wenn ihr mal Bock drauf habt, der sicherste Punkt, wenn ihr, also zumindest beim ersten Teil, dann kann ich es nicht sagen, noch nicht, wenn ihr nicht weiter wisst, dann baut nicht so eine Kacke wie ich hier gerade. Das war dumm. Oh ja, das war dumm. Das war aber noch gut gerettet dafür. Lass mich vorbei, ich bin Arzt. Mit mir ist alles in Ordnung, danke der Nachfrage. Dann holt euch immer erst einen Aussichtspunkt, wenn ihr nicht weiter wisst. Funktioniert. So habe ich auch Jerusalem und Akkum erst gefunden. Ich wäre sonst ewig durch die Pampa da geheimert. Bin ich auch, aber... Man muss halt erstmal auf die Idee kommen, sich den Punkt zu holen. Na. Oder man lässt sie sich von mir sagen. Oh, der Lichteffekt ist geil. Ich habe einen sehr guten Rechner, muss ich sagen. Extrem guten, high-end. Aber, ich spiele kaum hochauflösende Spiele, weil ich nicht so... Außer Strategiespiele, weil ich da nicht so... Das Verlangen zu haben. Ich weiß, Assassin's Creed ist jetzt auch schon ein bisschen älter und nicht High-End mehr, aber es ist trotzdem schön. Finde ich. So, hat was. Kulisse. Ich mag das. Ich mag das wirklich. So. Karte. Auf zum nächsten Aussichtspunkt. Denn der hat irgendwie nichts gebracht. Bist du dumm? Euch nicht erlaubt, zu sein. Ey! Nein, wir müssen ja nicht in die... Ich sagte jetzt einfach mal nichts zu. Alter, ihr hattet wieder Suizidgedanken. Okay. Dam. Euch rempel ich weg! Boom! Oh, da hab ich aber gut aufgeräumt. Sie sind gestorben! Entschuldigung. Dam. Hatte ich den Aussichtspunkt jetzt doch nicht? Sieht dazu aus. Scheiße. Bam. Dam. Die Musik ist schön. Das ganze Spiel hat ein sehr gutes Flair, muss ich sagen. So. Ich mag ja dieses ganze Jerusalem-Thema um den Kreuzzug. Es war eine verdammt heiße Zeit, also im negativen Sinne eigentlich. Aber es hat trotzdem eine gewisse Faszination, genauso wie die Nazi-Zeit eine gewisse Faszination hat, im negativen Sinne. Das ist glaube ich, selten erwähnt, dass diese Tragweite, dass man sich dessen bewusst ist, was da eigentlich ablief, dass das auch irgendwie dieser Wahnsinn, der dahinter steckt, dass es auch im Interesse ist, wie ein kranker Mensch sein kann, zum Beispiel. Und ich finde, ja,
Ne? Und so. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch nicht, was ich machen soll, außer Aussichtspunkte holen und irgendwelchen Leuten helfen. Weil ich hier keine Mission habe. Nimm. Komm. Ja, klettern. Komm. Tu es. Dann bitte jetzt diesmal nicht springen. Einfach sonst nichts. Danke. Oh, der Turm da hinten ist aber Hammer. Der ist aber riesig. Aussichtspunkt erreicht. Yeah. Immer noch keine Missionen. So, dann würde ich glatt sagen, ich würde sagen, ich mache einen Schnitt und wir sehen uns, wenn eine Mission sich anpasst. Hilft ja nichts. Bevölkerung 45.000. Wow, geil. Sowas finde ich gut, so eine kleine Sache. Also, bis gleich. So, ich bin fündig geworden. Nach einigem Suchen und dem dritten Turm, ja. Ja, wir können einen Taschendiebstahl machen, um Informationen zu klauen. Und ich glaube, ich werde das einfach mal machen. Und natürlich ist der unten. Was bringt ihn dazu, das zu tun? Jemand sollte ihn aufhalten, bevor er sich verletzt. Dam, lass mich rein. Was bist du denn? Autonome, ey. ich bin einfach nur ein kleiner Christ. Dam. Was wollt ihr von mir? Gut, dass ihr gekommen seid. Es ist mir eine Ehre. Was benötigt ihr? Der Brief, den ich euch gab, muss in Salah al-Dins Lager gebracht werden. Sucht nach dem, den sie Hisham nennen. Er wird euch helfen. Aber erzählt keinem anderen davon. Niemand wird es erfahren. Dann ist unser Gespräch beendet. Na komm. Ach komm, stirbt einfach. Zack, komm. Komm. Bleib stehen, ich hab noch ein Geschenk für dich. Ich hab noch ein Geschenk für dich. Bleib doch stehen. Bleib stehen! Spinner, ey. Du willst also auch was? Ha? Willst du auch Spaß? Bitteschön! Bitteschön! Mann, ich könnte kotzen bei den Gegnern. Was zur Hölle war das denn? So, bitteschön. Die ganzen Wachen sind jedenfalls alle weg. Komm. Seid ihr blind? Wieso kriege ich den? Der ist hart. Boah. Der war aufmerksam. Ach ja, da ist der Hinterkönig in seinem Palast, ein Fest abhalten. Ja, schön. Finde ich gut. So, und nun? Nun hole ich mir den Aussichtspunkt. Und dann schauen wir weiter. Dam. Aber das werde ich jetzt nicht schneiden, da habe ich keinen Nerv zu. Ja. Geschlossenes Haus und ich will klettern. Lenny, gute Idee. Lass mich vorbei, ich bin Arzt.
Nein, flieh woanders. Mönche! Brumm! Was mag ihn veranlassen, so zu rennen? Yeah. Skill. Nicht von mir, aber immerhin. Ist das wirklich so easy? Bist du denn? Sie sind echt dumm, oder? Kann das angehen? Die sind echt strunzdumm. Da gibt's nichts. Egal. Ich werde mal wieder auf meine Klinge wechseln. Das wollte ich nicht. Hi! Friede sei mit euch. Ihr wollt sicher Informationen über die Stadt. Jetzt habe ich gerade keine Zeit. Ich muss einige Flaggen finden, die aus unserem Versteck im Nobelviertel von Damaskus entwendet wurden. Flaggen. Aber in dieser Hitze tragen mich meine Beine nicht mehr. Würdet ihr mir helfen? Kommt mit den Flaggen wieder und ich werde euch nach Kräften helfen. Flaggen. Was zur Hölle? Ich bin gerade total. Ja, ist okay. Ich bin gerade total überfordert mit der gesamten Lage hier. Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht. Kletter schnell. Lass mich vorbei. Scheiße. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht. Er wird sich noch verletzen. Wo denn? Schnell. Wie viel habe ich? 18. Komm, kletter schneller, Alter, hier. Schneller, schneller, das muss schneller gehen. Das ist die letzte, komm. Ey, was für eine Kackmission. Ja, kletter wieder hoch, komm, kletter hoch. Es ist euch nicht erlaubt, hier zu sein. Wollen die mich rollen? Die wollen mich rollen, oder? Lass mich hier rein. Oh, danke. Der Rafik wird sehr froh sein, diese Flaggen wiederzusehen. Ich frage mich, ob euch diese Information nützen könnte. Ich wurde von Abul auf eines seiner Feste eingeladen. Ich bemerkte, dass der Springbrunnen im Zentrum des Palastes leicht zu erklimmen wäre. Nutzt diese Informationen weise. Nun muss ich gehen. Bitte entschuldigt mich. Oh Mann, immer diese Idioten. Ich habe mir jetzt noch den Aussichtspunkt holen, dann mache ich heute Schluss und dann werde ich auch länger wieder nicht mehr Assassin's Creed spielen, denke ich. Man spielt dieses Spiel immer und das macht Spaß und dann irgendwann hat man von diesen ganzen Spielfehlern und dieser ganzen Systematik genug. Für einen Moment. Na, 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 bam, 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 bam. Kletter, du kleiner Kletteraffe. Wow, knappe Kiste. Gibt's nichts, Alter, ihr. So, dann bin ich raus. Leo, over and out.